Das war das Signal für die zweite Springprüfung bei der diesjährigen Pferdeleistungsschau in Ladeburg. Wir setzen das Programm mit einer weiteren Springpferdeprüfung der Klasse A fort, jedoch mit 2 Sternen, und für 4- bis 6-jährige Pferde ist die Ausschreibung Nummer 6. Erster Teilnehmer ist bereits in der Bahn, das ist die 111 Chatillot. Ein 5-jähriger Oldenburg gezogenes Pferd, ein brauner Hengst vom Jaco Blue aus einer Continue-Mutter. Und Stefan Böse ist der Reiter für den Reitverein, den Fahrverein Schorfheide. Nächster, die 160 Cosmopolitan mit Felix Ewald, Reitclub Bochosee. Ein 5-jähriges deutsches Sportpferd, ein Schimmelwallach vom Celestial und aus einer Champion Deluce Mutter. Nächster, die 89 Katull, ein 5-jähriger Holsteiner Schimmelhengst vom Karas aus einer Kalido 1 Mutter. Nicole Borderhall, die Reiterin für den ländlichen Reit- und Fahrverein Ladeburg. Ich möchte nur mitteilen, sie vertritt natürlich die Farben Kanadas. Thank you.
Nächster die 59, Carlotta, ein 6-jähriges deutsches Sportpferd, eine braune Stute von Canterbury aus einer Paradiesvogelmutter. Volker Paschke, der Reiter, Reitverein Hohenwalde. In der Bahn müsste sein die 76, Carlotta, ein 6-jähriger oldenburgisch gezogene dunkelbraune Stute vom Kornetz Stern aus einer Atlantis Mutter. Philipp Lück, der Reiter, Reitsportzentrum Waldesruh. Nächster, die 163, das war schon das Zeitzeichen dafür, Corriba mit Volker Lehrfeld, Schwanebeck mit einem 5-jährigen deutschen Sportpferd, braune Stute vom Kodak aus einer Jungle-Preis-Mutter. In der Bahn. Le Fantastique, ein 5-jähriger deutsches Sportpferd, eine braune Stute vom Le Coucou Ass aus einer Calamillor Mutter. Thorsten Mielke, der Reiter, Reitverein am Kaputer See.
Corsicana, ein 6-jähriges deutsches Sportpferd, eine Schimmelstute vom Cancan aus einer Levisto-Mutter. Und der Reiter ist Ulf Ebel und er startet für den Reitsportverein Polzo. Nächster, die 156, Corvus, ein 5-jähriges holsteinisch gezogenes Pferd, ein Wallach von Casquetto aus einer Carinho-Mutter, Hannes Prehl, er startet für das Gut Angermünde. Wir kommen zum nächsten, das ist die 223 Indira, ein 5-jähriges deutsches Sportpferd, eine Rapstute vom Ituango aus einer Granini-Mutter. Anja Kreinbrink startet für den Zeperniker Pferdesportzentrum. Es geht schon los für die 365 Toulouse mit Rick Sievert, Schorf Heide, mit einem 5-jährigen Oldenburger
fährt eine dunkelbraune Stute vom Tenor de Arioso aus einer Super de Bourrée Mutter. Jetzt die 97. LAV mit Steffen Krehl, ländlicher Reitung V-Fein Lenzke, Schimmelwallach vom Cheval de Coeur aus einer Kolibri-Mutter. Die 61 in der Bahn, Kankaras Fauxpas, 5-jähriger Holsteiner Fuchswallach vom Kankara aus einer Aristokrat-Mutter. Tina Hertel, die Reiterin, Reit- und Fahrverein Kleeblatt Berlin. Nach der Pause die 102, Kenning mit einem 6-jährig Oldenburger bezogener brauner Hengst, wenn er das noch ist, sage ich immer dazu, vom Chaco Blue aus einer Kannenmutter, Stefan Böse, der Reiter, Reit- und Fahrverein Schorfheide. Thank you.
Die 164 Gruber, mein 6-jähriges Oldenburger Fuchswallach vom Schepp aus einer Kolibri-Mutter, Felix Ewald, der Reiter für den Reitclub Gut Wochosee, startet. Die 70, Carbid Erna, 5-jährigen Oldenburger Stunkelfuchsstute vom Canto Blanco aus einer Lafitte-Mutter, Jantje Westerholt, die Reiterin, Reitverein Michaelisbruch. Die 118 jetzt in der Bahn, Chicario, ein 6-jähriger oldenburgisch gezogener dunkelbrauner Wallach von Giacomini aus einer Lamy-Mutter, Silvio Kleitzmann, der Reiter für den Reit- und Fahrverein am Kindelwald. Der nächste, die Startnummer 400, Chiarada, ein 6-jähriger Holsteiner schwarzbraune Stute vom Diarado aus einer Calato-Mutter, Daniela Ponia, die Reiterin ländlicher Reitverein Lübars.
Nächster, die 287, Pasco Bar, ein 6 Jahre deutsches Sportpferd, ein Dunkelfuchs, Wallach von Pasco aus einer Konsulmutter, Julia Kiese, die Reiterin, Reitverein 1994, hier aus der Nachbarschaft. Nächster, die 295, Quartaro, ein 6 Jahre deutsches Sportpferd, ein brauner Wallach von Quarterback aus einer Karo als Mutter. Volker Paschke, der Reiter, reitet im Fahrverein Hohenwalde. Quibel, die Startnummer 298 in der Bahn. 5-jährige Oldenburger Brauner Stute von Quintador aus einer Landor S Mutter. Philipp Lück, der Reiter, Reitsportzentrum Waldesruh. Die 88 in der Bahn, Kataleya, ein 5-jähriger Mecklenburger dunkelbraune Stute vom Celestial aus einer Embassy 1 Mutter. Volker Lehrfeld, der Reiter, reitet im Fahrverein Schwanebeck. Thank you.
Nächster, die 106, Charles, 5-jährige deutsche Sportpferd, ein Wallach von Colestus aus einer Sanssouci-Mutter. Thorsten Mielke, der Reiter, Reitverein und Reitstall am Kaputer See. Nächster, die 425, Londrina, ein 6-jähriges deutsches Sportpferd, eine braune Stute vom Levistano aus einer San Juan Mutter. Ulf Ebel, der Reiter für den Reitsportverein Polzow. Die 262, Levista, eine 6-jährige mecklenburgisch gezogene Schimmelstute vom Levison Son aus einer Zerro 1 Mutter. Hannes Brehl, der Reiter, Sportgemeinschaft Gut Angermünde. Nächster, die 302, Quintana, 5-jähriges deutsches Sportpferd, eine dunkelbraune Stute vom Quiz aus einer Concherry-Mutter. Anja Krein bringt die Reiterin,
Säbernicker Pferdesportzentrum. Vor einer weiteren kurzen Pause noch die 121 Cindy, ein 6 Jahre Holsteiner gezogenen braunen Stute von Caratino als einer Lennon-Mutter. Sabrina Kronewold, die Reiterin Gut Angermünde. Der erste von diesen dreien ist die 132 vom Tessa, ein 5-jähriges deutsches Sportpferd, eine dunkelbraune Stute von Conte Bellini aus einer Fährmann-Mutter. Stefan Böse ist wieder der Reiter, Reitverein Schorfheide. Nächster, die 161, Costa Calvo, 5-jähriger oldenburgisch-brauner Wallach von Karthagos aus einer Staccato-Mutter. Felix Ewald, der Reiter, Reitclub Gut Rochosee.
Pferdemeisterschau Ladeburg 2016. Prüfung Nummer 6, Springpferdeprüfung der Klasse A für 4- bis 6-jährige Pferde. Preis des Beckmann Center aus Bernau. Siegerehrung. Dieser Prüfung siegte mit einer Wertnote von 8,4 Volker Lehrfeld auf Catalia. Zweiter mit einer 8,1 Silbergleitsmann auf Chicario. Auf Rang 3, Felix Ewald auf Crowbar. Vierter dieser Prüfung, Steffen Krehl und Shelavi. Wir haben zwei Reiterpferdpaare auf dem fünften Platz, jeweils mit einer Wertnote von 7,7. Thorsten Mielke auf Charles und Hannes Prehl auf Livista. Auf Rang 7, Nico Rotherau auf Katull. Achter an dieser Prüfung, Sabrina Ronewold auf Cindy. Ebenfalls einen achten Platz, Rick Siebert auf Toulouse. Und wir haben zwei zehnte Plätze, Anja Keimring auf Quintana und Philipp Lück auf Quibel. Herzlichen Glückwunsch dem Sieger und dem Platzierten. Wir danken dem Beckmann Center aus Bernau für die Übernahme dieser Prüfung.